Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, ich bin aktuell hier gerade in einem Bunker. Und zwar ist das wieder ein Dom, eine Glocke, eine Kuppel von den schwedischen Verteidigungsanlagen im Zweiten Weltkrieg. Und ja, wir wollen uns hier heute die Anlage Skanshöljes anschauen und einfach mal klären und dokumentieren, was hier alles im Einzelnen errichtet wurde. Also, kommt rein. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier wieder diesen gleichen Aufbau von diesen 360 Grad Kuppeln, Doms. Und hier ist alles noch richtig schön leichtgängig. Ich habe das hier auch gerade schon geöffnet. Die einzelnen Klappen kann man hier einfach schön alles noch bewegen. Oh ne, der ist festgerostet, der geht nicht. Aber hier könnt ihr sehen, ist alles noch sehr leichtgängig, außer guter Erhaltungszustand. Okay. Diese Anlagen, wenn ihr unsere Videos verfolgt, kennt ihr schon den Aufbau, zumindest. Und der ist natürlich ähnlich. Kommt immer drauf an, wo es genau errichtet werden musste. Aber ihr seht, wie ich gerade hier raussteige. Das ist eher was für kleine Leute, aber man kann hier schön alles verschließen. Das ist schön. Auch hier die Klappe in der Mitte ist auch noch leichtgängig. Die Sichtluke. Das ist wirklich alles noch in einem guten Zustand. Ja, so wie das aussieht, ist dieser Dom hier in einem Grabensystem diesmal angebunden. Das hatten wir jetzt so nicht gesehen. Das waren sonst immer einzelne Schützenlöcher. Hier hat man aber wirklich so ein Grabensystem. Seht ihr nochmal von außen den Dom. Und hier unten geht halt wieder über die Straße hier eine Panzersperre mit diesen Findlingen, die man zurechtgehauen hat. Jetzt gehen wir mal hier oben her. Dann könnt ihr das hier ganz gut hier sehen. Dieses Grabensystem hier. Zack, zack, zack. Hier geht's jetzt in einen Zugang. Auch wieder alles sehr klein. Aber ihr seht immer, das ist komplett ausbetoniert. Ja. Okay, also wahrscheinlich einfach nur ein Unterstand, wo man sich kurzfristig zurückziehen konnte in dem Grabensystem. Ja, ist nicht eine kleine Nische. Und dann konnte man dann hier wieder in den Graben raus. Vermutlich hat das einfach was da mit Wind und Wetter zu tun, dass man hier einfach dann kurzfristig sich vor Schneefall etc. schützen konnte und es vielleicht ein bisschen windgeschützter einfach gewesen ist. Okay, wir gehen jetzt hier mal weiter raus und schauen mal, was es da noch so gibt. Ja, hier haben wir jetzt ein weiteres Loch. Und hier wachsen jetzt gerade um diese Jahreszeit auch unheimlich viele Pilze, Speisepilze auch. Die werden zum Teil richtig groß hier. Ob das jetzt Butterpilz ist oder andere essbare Speisepilze, die sind riesig zum Teil. Also hier haben wir nochmal so einen Unterschlupf. Und hier wird man jetzt praktisch diesen Graben hier durchlaufen.
Der sitzt natürlich, wenn ihr das seht, nicht mehr so hoch, ne? Das ist klar. Da ist ja auch Material reingefallen. Hier hinten ist die eine 360 Grad MG-Stellung. Und da hinten, wenn er jetzt hier schon mal rüberschaut, da zwischen den Bäumen ist schon wieder die nächste. Also bisher hatten die Anlagen, die so aufgestellt waren, immer mindestens zwei von diesen 360 Grad MG-Stellungen. Und dann vermutlich immer noch offene MG-Stellungen, die man dann einfach hier auch wieder wahnsinnig viele Pilze. Also wer Pilze liebt und sammelt, der wird hier auf seine Kosten kommen. Hier mal wieder so ein Loch. Mal gucken, die Taschen noch mal eben kurz holen. Ja. Ich meine, da liegt sogar noch, da liegt noch Munition. Sieht irgendwie so aus, da. Vielleicht komme ich da irgendwie ran, aber man sollte das eigentlich nicht aufheben. Lass das mal bleiben, auch ganz interessant, der Pilz, der da oben an der Decke wächst. Auch nicht schlecht. Ja, es ist im Prinzip genau wieder das gleiche System. Ich weiß nicht, warum hier so eine komische Abstufung drin ist. Vielleicht kann ich auch gleich nochmal irgendwie eine Information dazu finden. Weil das sind jetzt nicht diese typischen Schützenlöcher, die wir jetzt, die ihr in den letzten Videos gesehen habt. Für MG und für reguläre Schützen mit Gewehr. Die waren anders gemacht, weil die sind auch komplett überdeckt. Ich denke mal, das ist einfach nur, damit die sich kurzfristig irgendwie unterstellen konnten. So. Jetzt geht's hier weiter in dem Grabensystem. Hier auch rechts und links, überall was ihr hier seht. Das ist alles aus zum größten Teil zumindest Blaubeeren, Preiselbeeren. Hier ist wieder so ein Loch. Okay, also wir haben das jetzt hier noch mal kurz kurz nachvollziehen können. Und zwar sollen das offene Maschinengewehrstellungen sein. Nur erschließt sich mir nicht ganz, wie das jetzt hier aufgebaut wurde, dass man vielleicht hier für die Soldaten nur einen Ruheplatz hatte, Munition gelagert hatte. Und dann ist man im Prinzip hier rausgegangen und hatte jetzt hier oberhalb das Maschinengewehr platziert. Das kann natürlich so sein, weil es ist als offene Maschinengewehrstellung deklariert. Ja, merkwürdig, aber gut, dann wissen wir da Bescheid. Dann sind das alles einzelne offene Maschinengewehrstellungen, wo man wahrscheinlich auch variabel das Maschinengewehr halt umsetzen konnte, je nachdem, wo man hinfeuern musste. Okay. So, wir jetzt laufen hier mal oberhalb der Schützengräben, dann seht ihr das mal ganz genau hier anhand der Linien hier drin. Die Einkerbungen. Wir gehen jetzt zuerst einmal hier rüber zu der zweiten 360 Grad Stellung. Das ist halt auch merkwürdig. Wobei, also hier unten hat man ja wieder dieses Loch, was ja eigentlich für die offene Maschinengewehrstellung ist. Und dann aber gleichzeitig direkt daneben die 360 Grad. Ja, keine Ahnung, aber es muss ja irgendwie ein strategisch-taktischen Hintergrund haben, warum man das jetzt beides gekoppelt hat. Na gut, man kommt jetzt wahrscheinlich jetzt hier über dieses Loch, über den Zugang
hier unten. Direkt dann rein, oder? Nein, tatsächlich nicht. Also hier ist wieder nur die offene. Ha, die Pilze hier an der Decke, ey. Krass. Wachsen nach unten. Ja, also man hat hier nur die offene jetzt wieder. Aber keinen direkten Zugang zu der 360 Grad, oder? Wir müssen halt hier in den Graben. So, die ist ja jetzt hier oben. Lani sagt gerade, da hinten wäre noch irgendwo eine. Okay. Ah, hier ist der Zugang. Ja, ja, seht ihr mal, so versteckt sind die Zugänge dann. Boah, echt mal, nur so eine kleine Nische. Krass. Ja, auch hier vermutlich. Ich muss mal gucken, dass ich das hier gut beleuchte und gleichzeitig hier was machen kann. Ja, auch wieder leichtgängig die Tür. Das ist schön, dass man das hier noch ein bisschen... Also diese Anlage ist jetzt hier zum Beispiel noch ohne Bewirtschaftung. Ab und zu wird hier halt was gemacht. Weil ihr seht es ja draußen. Alleine die einzelnen Kuppeln, die Domes, die würden höchstwahrscheinlich überwuchert werden. Und die Zugänge vermutlich auch irgendwann. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich hier nicht nochmal reingehen. Ihr habt das ja gerade zu Anfang gesehen. Der gleiche Aufbau. Wir hatten mal ein uraltes Video gemacht. Ein uraltes. Das ist schon, keine Ahnung, vielleicht 3 Jahre oder so alt. Ich könnte es vielleicht hier mal in dem Video mal verlinken. Da waren hier sogar, war das größer. Und hier an der Seite... Hier an der Seite gab es jeweils ein Bett. Da gab es hier auch noch einen längeren Zugang, einen längeren Tunnel bis hierhin. Und an der Seite war jeweils ein Bett. Und dann gab es noch irgendwie so Kontakte und Punkte für Kommunikation. Das war wahrscheinlich eine größere Ausführung einfach von dem Ganzen. Und da war das auch nicht eine einzelne Kuppel, sondern so ein Oktagon-Bauweise. Auch ganz interessant. Ich kann es auf jeden Fall nochmal verlinken. Oh. Wir sind jetzt von hier gekommen. Hier geht es auch weiter mit den Graben. Auch hier seht ihr wieder einen Zugang. Wieder so eine offene Stellung für Maschinengewehr. Also die sind wahrscheinlich dann hier durch die Gräben und konnten halt immer wieder das Maschinengewehr auch an eine andere Position stellen. Die werden ja hier nicht so viele Maschinengewehre auch gehabt haben. Also letztens hatte ich was in der einen größeren Stellung von 4 Maschinengewehren gelesen. Man hat es wahrscheinlich einfach immer nur versetzt. Ah ja, da hinten. Die ist ja auch richtig weitläufig, diese Anlage hier. Wenn man jetzt hier so durchmarschiert, sieht man kaum was. Seht ihr, das sind alles hier Brombeersträucher und Flechten, Moose. Hier unten könnt ihr das erkennen. Hier unten. Ist die Stellung, beziehungsweise das Grabensystem. Wow, da oben ist noch, könnt ihr das erkennen? Da ist eine Art Beobachtungsglocke, komplett anders. Und scheinbar auch ein größerer Bunker. Tatsächlich. Hier kommen wir zu den ersten richtig massiven Bau hier vorn. Ja. Krass. Auch hier könnt ihr sehen, hier geht es durch. Wie die Anlage miteinander hier verbunden ist. Hier unten geht ein Fluss her. Ist eigentlich auf den ersten Blick erscheint es auch sehr idyllisch. Wenn man dann halt nicht das Martialische sehen würde, wo man dann sofort weiß, okay, das gehört irgendwie nicht her.
Ja, so wie das aussieht, ist das hier so eine Doppelmaschinengewehr, so ein Doppelmaschinengewehrunterstand. Man hat hier die zwei Scharten, die gehen hier Richtung von einem kleinen Fluss. Vermutlich hat man dann hier noch die Möglichkeit gesehen, dass es hier, dass hier ein Angriff stattfinden kann. Und um dem entgegenzuwirken, hat man hier höchstwahrscheinlich zwei Maschinengewehrstellungen. Ich weiß, es könnte sogar vielleicht eine Pack sein, aber das ist zu dicht und zu klein, die Scharten. Wir werden das gleich drin sehen, wenn man da reinkommt. Und ihr könnt auch hier noch so ein bisschen das Camouflage erkennen. Also die Tarnung. Ja. Nicht schlecht. Wir gucken uns das mal von oben an. So, hier oben. Jetzt haben wir das einmal umlaufen. Haben wir jetzt hier diese kleine Stahlkuppel, Stahlglocke. Panzerglocke, wie man es immer betiteln möchte. Und auch eine rundum Sicht oder sogar Schussmöglichkeit. Wobei ich denke mal eher Sicht, weil man hier in diesem kleinen, in dieser kleinen Glocke gar nicht jetzt mit einem Maschinengewehr oder einem Gewehr überhaupt hantieren könnte. Das wird rein für eine Beobachtung gewesen sein, um die zwei hier drunter liegenden Maschinengewehre für eine bessere Sicht zu verhelfen, wo der Feind anrennt. Ja, da gehen wir jetzt gleich mal rein. Einfach mal hier in diesen großen Bunker rein. Die Tür ist offen. Wir müssen geduckt aber rein. Ah. Hier ist aber nur noch so eine, wie eine Art Holztür eingehangen. Aber hier hat man noch eine Stahltür. Ah, okay, schaut. Hier geht es nämlich jetzt hoch zu diesem Beobachtungsturm. Und da, dieses Rohr, was ihr hier seht, das ist so ein Sprachrohr nach unten. Ihr könnt das hier erkennen. Das geht hier rein und in die Anlage, um nämlich hier den Soldaten, die hier an den Maschinengewehren, jetzt können wir das auch nochmal sehen, es ist wieder die Vorrichtung für die Maschinengewehre, die ist etwas länger bzw. konnte wahrscheinlich erweitert werden. Und die ist etwas kürzer, aber ich glaube, die konnte man auch aufklappen. Und hier habt ihr nämlich jetzt das Sprachrohr. Da hatte der Beobachter Koordinaten oder die Richtung angegeben, aus der der Feind kam. Und dann war das für die hier einfacher, die Maschinengewehre auszurichten und dann das Feuer zu eröffnen. Hier habt ihr noch einen Teil von der Holzvertäfelung. Und hier wieder die Klappen auch. Jetzt schon, auch wenn es gewisse Punkte gibt, die man wiedererkennt, wie es ja auch bei vielen anderen Anlagen in Deutschland, in Frankreich und so weiter auch ist. Aber es gibt trotzdem immer wieder Punkte, Anlagen oder Teile der Anlage, die halt individuell sind, die man sonst bei anderen Anlagen halt nicht sieht, weil die hier erforderlich gewesen sind. So, wir gehen jetzt nochmal hoch zu dem dritten. Mal gucken, was wir da jetzt noch sehen. Ja, hier haben wir die nächste Glocke und da auch wieder den obligatorisch offenen Unterstand für das MG. Hier sieht man auch mal ganz schön diesen Kaminabzug. Hier ist zum Beispiel jetzt noch dieser Deckel drauf. Und hier habt ihr wieder diese Glocke. Aber man erkennt auch an den Glocken, dass das auch nur so Pi mal Daumen ist. Die haben nicht die gleichen Abmaßen. Eines mal kleiner, eines höher. Das ist irgendwie individuell. Da gab es, glaube ich, keinen direkten Standard. Ja, und die hat im Prinzip diese Richtung jetzt abgedeckt. Auch hier oben geht ja der Fluss her. So leicht wie so ein bisschen Wasserfall ist hier oben, geht hier runter. Und hier ist das Gelände natürlich schwierig. Wenn man jetzt von hier hätte
angerannt. Wäre hier angerannt, dann ist das schwierig, ne? Durch die Kuppel hier. Hier ist sogar noch ein bisschen älteres Holz drin. Wieder der offene Unterstand. So Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das ist jetzt hier wieder eine andere Stellung gewesen von den schwedischen Skans hier in Hölches diesmal. Wir haben drei größere 360 Grad Glockenbunker gefunden und einen größeren Bunker mit einem Doppel-LMG. Und ja, mit Grabensystem verbunden, also mal wieder komplett eine andere Struktur und ein anderer Aufbau, obwohl ähnliche Elemente mit verbaut gewesen sind. Und ja, wir werden höchstwahrscheinlich uns noch ein, zwei andere Sachen hier angucken. Und ja, deshalb schaltet ein, bis zum nächsten Video. Macht's gut!